Genau, wir kamen hier an, die ersten 5 Boote haben bereits gebrannt, wo wir ankamen. Während des Brandeinsatzes hat sich ein havariertes Boot losgerissen. Wir bergen die havarierten Boote. Wenn euch unsere Dokus gefallen, dann zeigt uns das gerne mit einem Like. Vergesst auch nicht, uns zu abonnieren für weitere Videos und Informationen. Eure Fragen, eure Meinung gern unten in die Kommentare. Wir befinden uns hier im Sportboothafen in Besigheim und wir wurden alarmiert zu einem Brand eines Sportbootes. Alarmzeit war um 19.14 Uhr. Bereits auf Alarmfahrt haben wir eine deutliche Rauchwolke feststellen können. Und wo wir hier eingetroffen sind, waren bereits mehrere Boote, der Anzahl 5, im Vollbrand. Genau. Können Sie gerade schon die Lage am Anfang ein bisschen beschreiben aus Ihrer Sicht? Was hat dann stattgefunden? Es haben 5 Boote gebrannt. Wie waren die ersten Maßnahmen von der Feuerwehr? Genau, wir kamen hier an. Die ersten 5 Boote haben bereits gebrannt, wo wir ankamen. Wir haben eine Riegelstellung vorgenommen, um die weiteren Boote vor einer Ausbreitung zu schützen. Und haben dann direkt weitere Kräfte nachalarmiert, um die Boote entsprechend zu löschen und die weitere Ausbreitung einzudämmen. Was ist die besondere Herausforderung für euch als Feuerwehr bei so einem Einsatz, gerade auf dem Wasser, am Neckar, mit vielen Booten, viele Leute? Ja, also die Herausforderung ist hierbei, auch wenn das komisch klingt, erstmal die Wasserversorgung. Da wir hier keinen Hydrant vor Ort haben, mussten wir aus dem Neckar das Wasser beziehen. Des Weiteren haben wir natürlich nur eine Seite zum Angriff auf das Feuer. Zum Glück hatte unsere Bootsmannschaft mit dem Boot gerade Übung während des Einsatzes hier im Bereich des Bootshafen Walter und konnte da auch direkt Erstmaßnahmen einleiten. Wie ging es dann weiter? Die 5 Boote haben gebrannt, die hatten mit den Löscharbeiten begonnen. Könntest du das gerade ein bisschen beschreiben, was dann weiterhin passiert ist?
Wir haben weitere Kräfte nachgefordert. Aufgrund der deutlichen Rauchentwicklung haben wir auch Messungen im Stadtbereich durchführen lassen, um eine mögliche Schadstoffbelastung auszuschließen. Das konnte dann bestätigt werden, dass wir keine Schadstoffbelastung im Bereich des Stadtgebiets messen konnten. Und das Feuer konnten wir entsprechend eindämmen. Während des Brandeinsatzes hat sich ein havariertes Boot losgerissen aufgrund Abbrand der Halteleine. Das konnten wir mit dem RTB-2 von der Feuerwehr Besigheim wieder einfangen und an Land befestigen. Des Weiteren haben wir die anderen havarierten Boote gesichert und mit einer Ölsperre den Neckar vor weiterer Einbringung von Diesel geschützt. Die DLRG ist auch da. Was machen die denn hier? Genau, die DLRG haben wir dazu gerufen, damit wir die Bergung der Boote, dass sie uns da mit zwei Tauchern unterstützen können, weil wir entsprechende Schlingen oder Seile unter den Booten durchführen müssen, damit wir sie aus dem Wasser heben können. Gab es Verletzte bei dem Einsatz? Nein, wir hatten keine Verletzte bei diesem Einsatz. Es wurde kein Mensch verletzt. Wie viele Einsatzkräfte hatte die Feuerwehr im Einsatz? Genau, wir hatten insgesamt 80 Feuerwehrkräfte im Einsatz aus verschiedenen Feuerwehren. Das haben uns unterstützt die Feuerwehr Gemrigheim, Walheim, Hessigheim, Ludwigsburg, Bietigheim-Bissingen. Der Fachberater Chemie war ebenfalls vor. Genau, was macht die Feuerwehr jetzt abschließend hier noch an der Einsatzstelle? Wir bergen die havarierten Boote, damit wir weitere Glutnester dort ablöschen können und mögliche Schadstoffbelastungen vom Neckar fernhalten. Vielen Dank, Herr Benesch. Vielen Dank Ihnen. Beim Bärschlamm.
hinten. Fahr dir gleich wieder hoch, nächste Hole! Und du brauchst zwei Leute drüber, oder drei.
Schaut mal nach der Ölsperre, dass die nicht hängen bleibt. Die bleibt hängen. Achtung!
Thank you.
Wenn euch auch diese Videodoku wieder gefallen hat oder informativ für euch war, würden wir uns wie immer über ein Like von euch sehr freuen. Selbstverständlich dürft ihr gerne, falls noch nicht geschehen, unseren Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um auch zukünftig keine weiteren Inhalte mehr von uns zu verpassen. Und wie immer dürft ihr jetzt anschließend hier unter dem Video in den Kommentaren eure Meinung kundtun, eure Fragen stellen oder euch gegenseitig austauschen.